Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir wollen heute mit der Serie über die Frage fortfahren, was damit gemeint ist, wenn die Bibel uns sagt, dass Jesus Christus kam, um für unsere Sünden zu sterben. Wie ich in der letzten Predigt bereits ausgeführt habe, hat mir dies damals, als ich so ein Junge war, in der Schule wenig gesagt. Und wir haben bereits begonnen, in der letzten Predigt zu sehen, dass Sünde unter anderem auch als die Übertretung des Gesetzes Gottes definiert ist. Und jeder Mensch sündigt. Es gibt keinen Menschen, der nicht gesündigt hat und der heute nicht sündigen würde. Die einzige Ausnahme ist Jesus Christus, derjenige, der Gott war und Fleisch wurde und, wie wir bereits angedeutet haben und heute weiter sehen werden, die Sünde im Fleisch überwunden hat. Aber es war Jesus, der dies tun musste, der die Strafe für unsere Sünde, die der Tod ist, bezahlen musste. Und nur er konnte dies, weil er das Wesen war, das Gott war, das den Menschen erschaffen hat. Wir lesen, dass der Vater alles durch Jesus Christus erschaffen hat. Und er wurde Mensch, sodass er sterben konnte. Aber sehen Sie, sein Leben war mehr wert als das Leben aller Menschen zusammengenommen. Er war letztendlich der Schöpfer. Und der Schöpfer ist natürlich immer wertvoller als die Schöpfung. Und so hatten wir in der letzten Sendung bereits gesehen, dass Jesus Christus kam als das Lamm Gottes, um unsere Sünden hinwegzutragen. Wenn wir unsere Sünden bereuen und wenn wir an das Opfer Jesu Christi glauben und wenn wir sein Opfer für uns ganz persönlich akzeptieren. Heute möchte ich fortfahren und erklären, was alles dies bedeutete, zunächst einmal für Jesus Christus selbst. Denn man kann einfach sagen, ja, Christus kam, um für unsere Sünden zu bezahlen. Aber machen wir uns einmal deutlich, was dies alles beinhaltete. Machen wir uns einmal deutlich, was die Voraussetzungen dafür waren, dass Christus in der Tat überhaupt unsere Sünden bezahlen konnte. Zunächst einmal schauen wir uns eine Stelle im Galaterbrief an. Galater Kapitel 4 und ich lese die Verse 4 und 5. Galater Kapitel 4 und die Verse 4 und 5. Und da wird uns Folgendes gesagt. Als aber die Zeit erfüllt war, also alles dies entstand und geschah zu einem ganz spezifischen und gewissen Zeitpunkt. Als aber die Zeit erfüllt war, da sandte Gott, Gott der Vater, seinen Sohn. Wen sandte Gott der Vater? Seinen Sohn. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der nun aber Fleisch werden würde. Denn es heißt, Gott sandte seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Die Kindschaft im Reich Gottes. Wir werden auf Erlösung noch näher eingehen. Zunächst hier heißt es, dass er von einer Frau geboren wurde. Mit anderen Worten, er wurde Fleisch. Er wurde ein Mensch, sodass er sterben konnte. Denn als Gottwesen, als geistiges Gottwesen, kann er ja nicht sterben. Er wurde also ein Mensch, wie wir auch im Johannesevangelium lesen. Im Anfang war das Wort, der Sprecher, Logos, der Sohn Gottes, Jesus Christus. Und dieser Logos, dieses Wort war bei Gott, Gott dem Vater. Und dann heißt es, das Wort war Gott. Der Sprecher, der Logos, Jesus Christus, war Gott. Und es heißt auch, dass alles durch ihn gemacht worden ist. Und dann lesen wir im ersten Kapitel in Vers 14, dass das Wort Fleisch wurde. Jesus Christus, der Sohn Gottes, wurde Fleisch, wurde von einer Frau geboren. Schauen Sie, er musste dies nicht tun. Überlegen wir uns dies einmal. Jesus Christus war Gott, ein unsterbliches Geistwesen. Um sterben zu können, musste er Fleisch werden. Aber es war keine Voraussetzung, dass er dies tat, denn selbst um den Menschen zu retten, er hat dies damals getan zur Zeit von Noah, als er die gesamte Menschheit vernichtet hat in einer Flut und nur Noah und ein paar andere durch die Arche gerettet hat und hat dann erneut
die Schöpfung des Menschen weitergeführt. Aber auch das war nicht notwendig. Er hätte die Menschheit total vernichten können und ohne seinen Opfertod hätten wir alle keine Zukunft. Wir alle würden den zweiten und ewigen Tod sterben. Denn der Sünde Sold ist der ewige zweite Tod, wie wir dies in Römer Kapitel 6 lesen. Und Jesus Christus hätte dann erneut eine Schöpfung bewirken können. Er hat selbst einmal gesagt, dass die Juden, die sich darauf etwas einbildeten, dass sie die Kinder Abrahams waren, er sagte zu denen, bildet euch darauf nichts ein, denn ich kann aus diesen Steinen Kinder erwecken, wenn ich das will. Aber wie wir noch sehen werden, Christus liebte uns, sie und mich, so sehr. Und Gott der Vater, dass beide bereit waren, dieses Opfer Jesu Christi zu bringen, ihn zu einem Menschen zu machen, ihn sterben zu lassen, ihn durch Tortur und Ablehnung und schreckliche Martern gehen zu lassen, damit sie und ich ewiges Leben erhalten können. Schauen wir uns 2. Korinther Kapitel 5 an. Denn hier wird noch mehr etwas darüber gesagt, was Christus alles getan hat für sie und für mich. 2. Korinther Kapitel 5 und in Vers 21. Da heißt es in 2. Korinther Kapitel 5 und in Vers 21, denn er, Gott der Vater, hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Nicht unsere eigene Gerechtigkeit, nicht unsere Selbstgerechtigkeit, wie Hiob die hatte, sondern die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das ist eine andere Gerechtigkeit, auf die wir bereits schon eingegangen sind, auf die wir weiterhin noch eingehen werden. Aber es heißt hier, dass er Christus zur Sünde gemacht hat. Wir hatten eben auch gelesen im Galaterbrief, dass er unter das Gesetz getan wurde. Schauen Sie, wenn er unter das Gesetz getan wurde, heißt dies, dass er unter die Strafe des Gesetzes getan wurde, dass er zur Sünde gemacht wurde, denn er hat ja nie gesündigt. Er ist ja aufgrund seiner eigenen Handlung heraus nie unter das Gesetz getan worden, unter die Strafe des Gesetzes. So musste er also zur Sünde gemacht werden. Das heißt, er musste die Sünde personifizieren, sich vor Gott, dem Vater, als Sünde präsentieren. Unsere Sünde, die er als das Lamm Gottes auf sich nahm. Und dann war es so, dass sein Blut die Sünde, die wir begangen haben, bedeckte, auswischte, wenn man so sagen will, von dem Tisch fegte. Christus wurde für uns zur Sünde. Er wurde für uns unter das Gesetz getan, damit er uns die Möglichkeit geben würde, die Gerechtigkeit zu bewirken, die vor Gott gilt. Schauen wir uns wieder eine weitere Stelle im Galaterbrief an, in Kapitel 3 und in Vers 13. Galater Kapitel 3 und Vers 13, denn nicht nur wurde er von einer Frau geboren, nicht nur wurde er Fleisch, nicht nur wurde er unter das Gesetz getan, nicht nur wurde er zur Sünde für uns, nicht, dass er jemals gesündigt hätte, aber er personifizierte unsere Sünde. Schauen Sie, was er noch erfüllen musste. Galater Kapitel 3 und in Vers 13. Galater Kapitel 3 und Vers 13. Christus aber hat uns erlöst, auch hier wiederum geht es um Erlösung, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, von dem Fluch des Gesetzes, mit anderen Worten von der Strafe des Gesetzes. Jemand, der das Gesetz übertreten hat, der war unter dem Fluch. Da er zum Fluch wurde für uns. Nun, wie wurde er für uns zum Fluch? Nun lesen wir fort. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Christus wurde dadurch verflucht. Er nahm dadurch unseren Fluch, den wir über uns gebracht hatten, da wir das Gesetz Gottes gebrochen hatten. Er nahm diesen Fluch auf sich, indem er es zuließ, dass er gekreuzigt wurde. Es war von vornherein klar, dass er gekreuzigt werden würde. Als Jesus Christus ein Mensch wurde,
Noch bevor er ein Mensch wurde, wusste er, dass er durch diesen furchtbaren Tod der Kreuzigung gehen würde. Und er tat dies aufgrund seiner Liebe zu uns. Wie gesagt, er hätte dies nicht tun brauchen. Es bestand keinerlei Voraussetzung, soweit wie er, wie es also auf ihn abgestellt werden könnte, dass er dies hätte tun brauchen oder müssen. Schauen Sie, wenn wir sündigen, dann gelangen wir unter den Fluch des Gesetzes. Galater 3 und Vers 10 sagt uns dies. Galater 3 und Vers 10. Denn die aus den Werken des Gesetzes leben, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht sei jeder, der nicht bleibt bei allem oder bei alledem, was geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, dass er es tue. Sie können das Gesetz perfekt halten. Wenn Sie einmal nur das Gesetz brechen, sind Sie bereits unter dem Fluch und nichts, was Sie dann tun können, kann diesen Fluch von Ihnen wegnehmen. Mit anderen Worten, Ihre guten Werke, die Sie dann vielleicht auch noch nachher tun werden, können den Fluch des Gesetzes nicht annullieren. Nur die Gnade Gottes, der Opfertod Jesu Christi, der aus Gnade zu uns geschah, kann dies für uns bewirken. In Jakobus 2 lesen wir das Gleiche. Wir lesen, dass wenn einer das Gesetz, die 10 Gebote sogar, vollständig hält, aber nur in einem Punkt sündigt, dass er das gesamte Gesetz gebrochen hat. Dass er dadurch die Todesstrafe auf sich gebracht hat. Und es gibt nur die eine Möglichkeit, diese Todesstrafe von uns abzuwälzen. Und das ist durch den Opfertod Jesu Christi, durch unsere Annahme seines Opfers. Schauen Sie, wenn wir das Gesetz Gottes brechen, dann werden wir in diesem Augenblick von der Strafe des Gesetzes, dem Fluch des Gesetzes ereilt. Und wir müssen dann diese Gesetzesübertretung bereuen. Ernstlich, tief, innerlich bereuen. Den Willen haben, nicht wieder erneut eine solche Gesetzesübertretung zu begehen. Denn wenn wir es nicht tun, dann wartet auf uns der ewige Tod. Schauen wir uns einmal an, was Christus selbst sagt in Matthäus Kapitel 25. Matthäus Kapitel 25, angefangen Vers 41. Matthäus Kapitel 25 und angefangen in Vers 41. Da lesen wir, wenn er zurückkommen wird, dann wird er die Böcke von den Schafen scheiden. Und dann wird er zu denen sagen, die nicht so gelebt haben, wie sie hätten leben sollen. Vers 41, er wird auch sagen zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten. Mit anderen Worten, ihr, die ihr den Fluch des Gesetzes über euch gebracht habt und nicht bereut habt, nicht die Notwendigkeit gesehen habt zu bereuen, ihr Verfluchten. Geht in das ewige Feuer, das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln, dieser feurige Pfuhl, der im Buch der Offenbarung beschrieben wird, der das Schicksal zunächst einmal darstellen wird für Satan. Aber auch diejenigen, die die unvergebbare Sünde begangen haben, die Sünde, die nicht vergeben werden kann, weil der Mensch, der sie begangen hat, nicht bereuen will, der sich mit Arglist und Hass gegen Gott und seinen Lebensweg stellt, der wird auch in diesen feurigen Pfuhl geworfen, nicht um dort in alle Ewigkeit gemartert zu werden, sondern er wird in diesem feurigen Pfuhl vernichtet werden. Kurz, aber bestimmt. Und so lesen wir hier, was Christus noch sagt. In Vers 42. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Und dann werden sie ihm auch antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Und dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einen von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Schauen Sie, ein Lebensweg wird hier beschrieben von Menschen,
die ich-bezogen waren, die keinerlei Liebe hatten für den anderen Mitmenschen, die meinten, dass sie keinerlei Verantwortung hatten gegenüber dem anderen. Es ging alles um sie selbst. Und Christus lehnt diese Lebensweise ab, weil er selbst ja auch kam für uns, um für uns zu sterben. Er hätte dies nicht zu tun brauchen, wenn er ich-bezogen gewesen wäre, egoistisch, so wäre er natürlich nicht ein Mensch geworden. Und Christus will das auch von seinen Jüngern sehen, dass sie die gleiche Anteilnahme entwickeln für andere, die gleiche ausströmende Liebe, die definiert wird als ein aufrichtiges Interesse am Wohlergehen des Nächsten. Aber diese Menschen, die hier beschrieben werden, hatten diese Liebe nicht. Und so sagt Christus hier, und sie werden hingehen. Diese zur ewigen Strafe. Mit anderen Worten, einer Strafe, die ewige Konsequenzen haben wird. Sie werden den ewigen Tod sterben. Sie werden vernichtet werden im feurigen Pfuhl. Aber die Gerechten, die so gelebt haben, dass sie die Gerechtigkeit Gottes, die Liebe Gottes haben ausströmen lassen aus ihrem Leben anderen gegenüber. Die Gerechten, die werden in das ewige Leben gehen. Die werden das Reich Gottes ererben. Aber wussten Sie, meine Damen und Herren, dass sogar noch mehr erforderlich war? Dass Christus noch mehr auf sich nehmen musste als Mensch, als das, was wir bislang gelesen haben? Schauen wir uns eine weitere Stelle an im Römerbrief. Kapitel 8, Römer Kapitel 8, angefangen in Vers 1. Römer Kapitel 8 und angefangen in Vers 1 und ich lese die Verse 1 bis 3. Da sagt Paulus, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Solange wie wir in Christus Jesus sind, solange Jesus Christus in uns durch seinen Heiligen Geist lebt, gibt es für uns keine Verdammnis. Wieso? Nun, in dem Augenblick, wo wir sündigen, kehren wir zu Gott dem Vater und bitten ihn, eingedenk des Opfers Jesu Christi, der in uns lebt, uns diese Sünde zu vergeben. Und wenn Gott dies tut, dann werden wir natürlich nicht mehr für die Sünde verdammt, die wir begangen haben, weil wir ja Vergebung für die Sünde erhalten haben. Solange wie Jesus Christus in uns lebt und uns leitet und wir seine Leitung annehmen, dann können wir zunächst einmal gerecht leben, und zwar mit der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, und können dann Vergebung von Sünde erfahren, wenn wir sündigen, weil wir eben Christus weiter in uns leben lassen. Und so heißt es hier in Vers 2, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Nun, Paulus spricht hier figurativ. Wenn er hier von dem Gesetz spricht, dann meint er hiermit eine Lebensweise. Man kann nach dem Geist leben und man kann nach dem Fleisch leben. Und dann wird diese Lebensweise ein Gesetz. Und Paulus sagt selbst im vorhergehenden Kapitel, dass er dem Fleisch vielfach gefolgt ist, dem Gesetz des Fleisches, mit anderen Worten, einer Lebensweise, die zur Sünde führt, die zur Verdammnis führt. Aber wenn man den Geist in uns hat und dem Geist folgt, dann lebt man letztendlich nach dem Gesetz oder der Lebensweise des Geistes. Man ist dann dem Gesetz Gottes untertan in der richtigen Weise. Und da heißt es denn, das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, der hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes, denn was dem Gesetz, und nun spricht er von dem Gesetz Gottes, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war. Schauen Sie, das Gesetz Gottes, die 10 Gebote, die zeigen einem, was Sünde ist. Aber sie geben einem nicht die Kraft, Sünde zu überwinden. Mit anderen Worten, das Gesetz ist durch unser Fleisch geschwächt. Wir können von uns aus das Gesetz nicht halten. Paulus sagte später selbst, es ist unmöglich für die menschliche Natur, die natürliche Natur, dem Gesetz Gottes untertan zu sein. Es muss der Geist Gottes da sein, der uns hilft, dies zu tun. So was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches. Und um der Sünde willen. Und verdammte die Sünde im Fleisch.
Schauen Sie, Jesus Christus kam in der Gestalt des sündigen Fleisches. Er wurde Fleisch. Er musste seine menschliche Natur, die er durch Maria erhalten hatte, er war ja von einer Frau geboren, überwinden. Jesus Christus musste die Welt überwinden. Er musste Satan, den Teufel, überwinden. Und er musste seine eigene menschliche Natur überwinden. Das bedeutet nicht, dass er jemals gesündigt hätte. Aber es bedeutet, dass er menschliche Natur hatte, die es zu besiegen galt. Andere übersetzen diese Stelle anschaulich wie folgt. Da gibt es die Übersetzung, die sagt, er kam mit einer Natur wie unserer sündigen Natur. Eine andere Stelle sagt, er kam in einer Form wie der unserer sündigen Natur. Eine andere Stelle sagt, mit einer Natur kam er, die unserer sündigen Natur glich. Schauen Sie, es ist ja nicht richtig zu sagen, dass Maria sündenlos war, dass sie nie gesündigt hätte. Jeder Mensch sündigt, wie wir dies in der letzten Predigt sahen. Jeder Mensch. Das beinhaltet auch Maria. Auch sie brauchte das Opfer Jesu Christi zur Vergebung ihrer Sünde. Aber Jesus kam, um die Sünde im Fleisch, wie es heißt, zu verdammen. Er lebte ein sündenloses Leben im Fleisch, weil er die Kraft des Heiligen Gottes in sich hatte. Und dadurch zeigte er uns, dass es möglich ist, nicht zu sündigen. Schauen Sie, Christus war ganz Mensch, so wie Sie und ich. Er war den gleichen Versuchungen ausgesetzt, so wie Sie und ich. Es heißt ja, wir haben einen barmherzigen Hohepriester, der in allem versucht worden ist, so wie Sie und ich. Aber ohne Sünde. Wenn er nicht in allem versucht worden wäre, so wie Sie und ich, dann hätten wir keinen barmherzigen Hohepriester. Es heißt, dass er mitleiden kann mit denen, die versucht werden. Es heißt, dass er gehorsam lernte an dem, was er litt. Er lernte, gehorsam zu sein und zu bleiben im Leid. So verdammte er als ein Mensch die Sünde im Fleisch. Das heißt, er überkam die Sünde. Er besiegte sie. Er kam als Mensch um der Sünde willen. Das heißt, er musste als Mensch die Sünde besiegen. Er musste immer seinen Willen, dem Willen Gottes, unterordnen. Das war manchmal nicht leicht, wie wir gesehen hatten. Im Garten Gethsemane hat er sehr stark unter Tränen gebetet, um die Kraft zu bekommen, seinen Willen, dem Willen Gottes, unterzuordnen. Und wir sind aufgefordert, täglich zu beten, dein Wille geschehe. Nicht unser Wille, sondern der Wille Gottes. Noch etwas anderes musste Christus erleiden. Noch etwas anderes musste Christus erdulden und er hat es getan für Sie und für mich. Denn als Christus starb, bevor er starb, nachdem er gemartert worden war, nachdem er verspottet worden war, als er am Kreuz hing, als ihn alle verlassen hatten in der vorhergehenden Nacht, als Petrus ihn dreimal verleugnet hat, und auch das wusste Christus, dass dies geschehen würde. Da geschah noch etwas, was vielleicht die schwerste aller Prüfungen für Jesus Christus war. Schauen wir uns einmal an, was er sagte in Matthäus Kapitel 27. Matthäus Kapitel 27, die Verse 45 und 46. Matthäus 27, die Verse 45 und 46. Hier war Christus am Kreuz. Und es heißt, von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das Land, über das ganze Land, bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, Lama, Asabtani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Christus musste erleben, von Gott verlassen zu sein, von Gott getrennt zu sein. Wenn auch nur für einen kurzen Augenblick, aber gleichwohl musste er dies erleben, etwas, was er noch nie in seinem Leben erlebt hatte. Er hat immer gesagt zu den Jüngern, ihr werdet mich alle verlassen, aber ich werde nicht verlassen sein, denn Gott, der Vater, ist mit mir. Aber jetzt, in diesem Augenblick, musste er erleben, dass Gott ihn verließ. Warum? Warum musste er dies erleben? Und da er aus den Psalmen zitiert, war ihm dies bekannt, dass dies geschehen würde. Nur natürlich die überwältigende
Dieser überwältigende Eindruck, den er jetzt miterleben musste, das war etwas, was er jetzt in diesem Augenblick wirklich im Fleisch erleben musste. Schauen wir uns Jesaja Kapitel 59 an, das uns erklärt, warum Gott in diesem Augenblick, Gott der Vater, Jesus Christus, verließ. Und auch hier sehen wir, dass es um unserer Willen geschehen musste. Das zeigt die große Liebe, die Gott der Vater und Jesus Christus für uns hatten und haben, dass sie dieses Opfer brachten. Für sie, für mich. Jesaja Kapitel 59, die Verse 1 und 2. Jesaja Kapitel 59 und die Verse 1 und 2. Da sagt Jesaja, siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Seine Ohren sind nicht hart geworden, sodass er nicht hören könnte. Wenn wir manchmal durch Prüfungen gehen und meinen, dass Gott uns nicht hört, dass Gott uns nicht sieht, dann beachten wir den nächsten Vers. Denn vielleicht liegt es nicht unbedingt an Gott. Vielleicht liegt es an uns. Vielleicht liegt es daran, dass wir nicht so leben, wie wir leben sollten. Vielleicht liegt es daran, dass wir Sünde in uns haben, die wir nach wie vor mit uns herumschleppen und die wir nicht bereut haben, die uns noch nicht vergeben worden ist. Lesen wir Vers 2. Sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Schauen Sie, als Jesus Christus diesen Ausspruch tat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hatte in diesem Augenblick die gesamte Sündenlast der Menschheit auf seinen Schultern geruht. Er war ja das Lamm, das die Sünde der Welt tragen würde. Und Gott kann einfach nicht, wie wir auch im Buch Habakuk lesen, eine Stelle, die Sie vielleicht nachher sich ansehen wollen, Habakuk 1 und Vers 13. Es heißt dort, dass Gott nicht auf Sünde blicken kann. Und hier war die gesamte Sündenlast der Menschheit auf den Schultern Jesu Christi. Er personifizierte jetzt alle Sünde, die begangen worden war, die noch begangen werden würde. Aus diesem Grunde hat Gott ihn kurz vor seinem Tode verlassen müssen. Schauen Sie, Christus wurde für uns zur Sünde. Der Fluch des Gesetzes lag auf ihm, als er gekreuzigt wurde. Wir lasen auch gerade, dass es finster wurde, für 3 Stunden lang. Warum wurde es finster? Was hat dies für eine symbolische Bedeutung? Nun schauen wir uns einmal an, wie Finsternis in der Bibel symbolisiert wird. In Römer Kapitel 13. Römer Kapitel 13, die Verse 11 und 12. Römer Kapitel 13, die Verse 11 und 12. Da heißt es in Römer 13 und Vers 11, und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichtes. Schauen Sie, als Jesus Christus am Kreuz diese Worte sprach, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da lagen auf ihm die Werke der Finsternis. Und die Tatsache, dass es finster wurde zu diesem Zeitpunkt, symbolisiert dies. Er trug die Sünde der Welt, die Werke der Finsternis. Und deswegen musste Gott der Vater ihn für diese kurze Zeit verlassen. Er tat dies für uns. Gott der Vater tat dies für uns. Schauen Sie, die wussten das. Die haben das getan für uns, für sie und für mich. Sie haben eine Liebe uns gegenüber erwiesen, die mit menschlichen Worten eigentlich kaum auszudrücken ist. Wenn wir heute sagen, ja, Christus starb für unsere Sünden, machen wir uns klar, was das alles beinhaltete, was das alles bedeutete. Was für ein Opfer, was für ein Erlebnis Jesus Christus haben musste, vom Vater getrennt zu sein für vielleicht auch nur eine kurze Zeit. Der Vater, der ihm immer Trost gewesen war, der immer bei ihm war, der ihm immer geholfen hatte. Gott und Christus haben uns so sehr geliebt, dass sie willens waren, dieses Opfer für uns zu erbringen.
Wie steht es mit unserer Liebe für Gott, für unseren Mitmenschen? 1. Johannes Kapitel 4. Wir sollen ja so werden, wie der Vater ist. Jesus Christus sagt, werdet vollkommen, so wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Habt die vollkommene Liebe in euch, die Gott der Vater und Jesus Christus uns gegenüber erwiesen haben und immer noch erwiesen oder vielmehr erweisen. In 1. Johannes 4 lesen wir angefangen in Vers 7. 1. Johannes 4 und angefangen in Vers 7. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren oder besser gezeugt, durch den Heiligen Geist gezeugt und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Überlegen wir uns, was das heißt. Wer nicht liebt, wer keine aufrichtige Anteilnahme am Wohlergehen des Nächsten hat, wer seine eigenen Bedürfnisse, seine eigenen Belange bereit ist, den Belangen anderer, den Bedürfnissen anderer hintanzustellen. Das heißt, er kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Und hier wird jetzt erklärt, was für eine Liebe Gott uns gegenüber hat und was für eine Liebe wir anderen gegenüber dann auch zeigen sollen. Denken wir an die Menschen, die in den feurigen Pfuhl geworfen werden, weil sie keine Anteilnahme hatten anderen gegenüber. Vers 9. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Ohne dieses Opfer könnten wir niemals ewiges Leben erlangen. Vers 10. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Schauen Sie, Gottes Liebe kam zuerst. Unsere Liebe anderen gegenüber kommt zuerst. Wenn wir nur lieben, weil andere uns bereits schon lieben, verfehlen wir, was hier Gott uns sagt. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, Vers 11, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben, in der gleichen Weise, wie Gott uns geliebt hat. Vers 12, niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollkommen. Wenn wir andere so lieben, wie Gott uns geliebt hat, und wie wir gleich sehen werden, noch in weitaus größerem Maße, als wir das vielleicht bislang uns angesehen haben. Vers 19. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht. Vers 21. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebt. Denn wenn wir dies nicht tun, wenn wir unseren Bruder, unsere Schwester nicht lieben, dann lieben wir auch Gott nicht. Gott hat uns zuerst geliebt. Gott hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Jesus Christus kam für uns, um für uns zu sterben, als wir seine Feinde waren. Er starb für uns, weil er das Potenzial in uns sah, seine Freunde zu werden. Aber wie wir in der Bibel lesen, er starb für uns, als wir noch seine Feinde waren. Schauen wir uns einmal an, was über die Feindesliebe gesagt wird. Wir sollen nicht nur unseren Bruder lieben, unsere Schwester lieben, die in der Kirche sind. Wir sollen sogar unsere Feinde lieben. Warum? Weil dadurch die Liebe Gottes in uns zum Ausdruck kommt. Lukas Kapitel 6. Lukas Kapitel 6 und Vers 32. Lukas Kapitel 6 und Vers 32. Schauen Sie, wenn ihr die liebt, die euch lieben, mit anderen Worten, jemand liebt mich, so liebe ich den oder die dann auch,
Wenn ihr nur das tut, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben ihre Freunde. Jetzt Vers 35. Vielmehr liebt eure Feinde. Vielmehr liebt sogar, sagen wir einmal, einen Freund, der sich aber hin und wieder feindlich gegenüber uns erweist. Vielmehr liebt eure Feinde. Tut Gutes und Leid, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, heißt es in Vers 36, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wenn Gott für uns keine Barmherzigkeit hätte, wo wären wir dann heute? Und jetzt lesen wir weiter in Vers 37. Auch hier zeigt sich Barmherzigkeit oder vielmehr der Mangel an Barmherzigkeit, wenn wir das tun, was Christus hier uns sagt, nicht zu tun. Vers 37, und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr auch nicht verdammt. Vergebt, und so wird euch vergeben. Gebt. Schauen Sie, die Liebe Gottes ist aufrichtige Anteilnahme am Wohlergehen des Nächsten. Die Liebe Gottes erweist sich durch Geben, nicht durch Nehmen. Gebt. Aber wenn man das tut, dann kommt ein Gesetz in Kraft, das automatisch Segnungen mit sich bringt. Gebt und so wird euch gegeben. Aber die Initiative muss zunächst einmal von uns kommen. Gebt und so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man auch euch wieder messen. Das ist die Art von Liebe, die Gott von uns erwartet, die wir auch wirklich leben können, wenn Gottes Geist die Liebe in uns wohnt und wenn wir Gottes Geist in uns gebrauchen. Nun, als Christus starb, geschah noch etwas sehr Interessantes. Schauen wir uns dies kurz in Matthäus Kapitel 27 an, die Verse 50 und 51. Matthäus 27 und die Verse 50 und 51. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus. Nun, was hat dies für eine symbolische Bedeutung? Wir sehen, dass der Vorhang im Tempel zerriss, und zwar von oben nach unten. Mit anderen Worten, es wurde deutlich, dass es nicht durch Menschenhand geschah, sondern vom Himmel kam, von Gott kam. Nun, im alttestamentlichen Israel gab es einen Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste, wo Gottes Thron war, wo die Stiftshütte war, verbarg. Und der Hohepriester konnte nur einmal im Jahr durch diesen Tempel gehen, um dadurch dann Eingang zu finden ins Allerheiligste, Zutritt zu haben zu Gott in diesem Sinne. Aber jetzt durch den Tod Jesu Christi wurde der Tempel zerrissen. Mit anderen Worten, der Zugang zu Gott, dem Vater im Himmel, ist eröffnet worden für uns alle, zu aller Zeit, wenn wir diesen Zugang wollen. Schauen wir uns an in Hebräer Kapitel 10, dass wir zu jeder Zeit vor Gott treten können. Warten wir nicht zu lange. Wenn wir Vergebung unserer Sünden brauchen, warten wir nicht zu lange. Wenn wir Kraft brauchen von Gott, seinen Lebensweg zu gehen, warten wir nicht zu lange, sondern gehen wir sofort zu Gott, der für uns da ist, der auf uns hört. Hebräer Kapitel 10, die Verse 19 bis 22. Hebräer Kapitel 10, angefangen in Vers 19. Weil ihr denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum. Also Jesu Christi Blut hat dies für uns bewirkt, den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, der zerriss. Das ist durch das Opfer seines Leibes. Alles dies war symbolisch zu sehen. Die Tatsache, dass der Tempelvorhang zerriss.
andeuten, dass wir jetzt Zutritt haben und Zugang haben zu Gott. Und wir haben auch einen hohen Priester über das Haus Gottes, Jesus Christus, der für uns eintritt. Nicht nur einmal im Jahr, sondern zu allen Zeiten. Vers 27, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Andeuten, dass man durch die Taufe natürlich Sündenvergebung erhält. Aber dass man auch weiterhin zu allen Zeiten zu Gott kommen soll, wenn wir Hilfe brauchen. Der Opfertod Jesu Christi bewirkte etwas. Er hatte Konsequenzen. Welche Konsequenzen sind dies? Nun, wie wir dies bereits schon verschiedentlich gesehen haben, er versöhnte uns mit Gott. Schauen Sie, durch unsere Sünden waren wir von Gott abgeschnitten. Waren nicht mehr in einem solch engen Kontakt, wie wir hätten sein sollen. Und auch heute gilt das nach wie vor. Aber durch seinen Tod versöhnte uns Christus mit Gott, machte den Zutritt zu Gott zu allen Zeiten möglich. Römer Kapitel 5 und Vers 10. Römer Kapitel 5 und in Vers 10. Und achten wir darauf, wie das hier beschrieben ist. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Christus starb für uns, als wir noch Feinde waren. Nicht, als wir seine Freunde waren. Da wir also durch Gott oder durch den Tod mit Gott versöhnt sind, durch den Tod seines Sohnes, um wie viel mehr werden wir selig werden, werden wir gerettet werden durch sein Leben, dadurch, dass er in uns lebt, dass er als unser lebendiger Hohepriester für uns eintritt, nachdem wir nun versöhnt sind. Aber die Versöhnung kam nur dadurch zustande, dass Jesus Christus für uns starb. Auch im Kolosserbrief, in Kapitel 1, finden wir eine Stelle, die dies bestätigt. Kolosser Kapitel 1 und die Verse 21 und 22. Kolosser Kapitel 1 und die Verse 21 und 22. Aber euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart, in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Gott der Vater, Jesus Christus, tun dies. Aber wir müssen es gestatten, dass sie es tun. Denn wir haben auch eine Verantwortung. In Vers 23 heißt es nämlich, wenn ihr nun bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel, sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Schauen Sie, wir müssen natürlich in dem Glauben bleiben. Wir dürfen uns nicht abwenden von dem, was wir gehört haben. Vielleicht durch Verzweiflung, vielleicht durch Versuchung, vielleicht durch Ungeduld, was auch immer. Wenn wir Probleme haben, wenden wir uns an Gott. Wenn Gott uns die Liebe gezeigt hat, seinen eigenen Sohn für uns dorthin zu geben, wie viel Liebe wird er dann uns zeigen, wenn wir heute seine Hilfe brauchen? Christus erlöste uns. Auch dies hatten wir bereits gesehen. Er versöhnte uns mit Gott und er erlöste uns. Zunächst einmal in Matthäus Kapitel 20 und Vers 28 lesen wir, dass er uns erlöste. Und dann werden wir uns kurz anschauen, wovon er uns erlöste. Matthäus 20 und Vers 28. Matthäus 20 und Vers 28. Christus sagt, angefangen in Vers 26, um den Zusammenhang zu sehen, so soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Wollen Sie groß sein in Ihrem persönlichen Bereich, ob es jetzt bei der Arbeit ist, ob es jetzt in der Familie ist, in der Ehe ist, wo auch immer, dann seien Sie der Diener des anderen. Wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene
Jesus Christus kam, um uns zu dienen. Und nicht nur das. Er kam, um sein Leben zu geben, zu einer Erlösung für viele. Nicht für alle. Es wird Menschen geben, die diese Erlösung nicht akzeptieren werden, die seinen Opfertod letztendlich nicht akzeptieren werden, die den Opfertod bespötteln werden. Das sind die Verfluchten, die dann im ewigen Pfuhl enden werden. Aber für viele hat er die Erlösung gegeben. Für alle die, die sein Opfer annehmen werden in seinem Leben, die bereuen werden, die sich bemühen werden, den richtigen Weg zu gehen. So, Christus erlöste uns. Aber wovon erlöste er uns? Nun schauen wir uns kurz Kolosser Kapitel 1 an. Wir hatten ja eben bereits schon im Kolosserbrief gelesen, aber kehren wir jetzt zurück und lesen wir die Verse 13 und 14. Kolosser Kapitel 1, die Verse 13 und 14. Da heißt es, er hat uns errettet von der Macht der Finsternis. Und er hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Wir leben bereits heute schon unter der Herrschaft Gottes, unter der Herrschaft seines Reiches, das letztendlich hier auf diese Erde kommen wird, um über alle Welt zu herrschen. Aber er hat uns bereits jetzt schon versetzt im Geist in das Reich seines lieben Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Schauen Sie, wir sind von der Sünde erlöst worden. Wir sind von dem Fluch des Gesetzes erlöst worden. Wir brauchen die Todesstrafe nicht mehr länger zu bezahlen, wenn wir Jesu Christi Opfer anerkennen, wenn wir bereuen, wenn wir Vergebung erlangen. Titus Kapitel 2. Titus Kapitel 2 und Vers 14. Titus Kapitel 2 und Vers 14. Es heißt, Christus hat sich selbst gegeben für uns, damit er uns erlöste. Also hier kommt die Erlösung wieder zum Tragen, aber wovon hat er uns erlöst? Damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit. Eine kontinuierliche Erlösung, schauen Sie, nicht nur einmal in der Vergangenheit, sondern wenn wir heute ungerecht leben, werden wir wiederum von der Ungerechtigkeit erlöst, wenn wir sie bereuen und wenn wir Vergebung für die Ungerechtigkeit erlangen. Schauen Sie, und er hat das Ziel, uns zu reinigen. Ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken, das eifrig wäre, Gutes zu tun, das eifrig wäre, Gottes Liebe anderen gegenüber zu erweisen. In 1. Petrus Kapitel 1 lesen wir die Verse 18 und 19. 1. Petrus Kapitel 1 und die Verse 18 und 19. Ihr wisst, meine Damen und Herren, wissen wir das. Petrus sagt, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise. Mit anderen Worten, wir haben so gelebt, wie wir das halt in unseren Familien erlebt haben. Und das war nicht immer richtig. Aber Christus sagt hier durch Petrus, ihr seid davon erlöst worden. Wodurch? Ihr seid erlöst worden mit dem teuren Blut Christi. Dem teuren Blut, mit anderen Worten, dem kostbaren Blut, dem unbezahlbaren Blut. Sie können nicht bezahlen, was Christus für Sie getan hat. Als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Jesus Christus, das Lamm Gottes, das unschuldige, unbefleckte, sündenlose Lamm, das willens war, für Sie zu sterben, sein Blut für Sie zu geben, als Sie noch ein Feind waren, damit Sie ewiges Leben erlangen können. Wir lasen bereits, dass uns Christus von dem Fluch des Gesetzes erlöste. Aber schauen wir nun auch uns an, was das beinhaltete. In Hebräer Kapitel 2, Hebräer Kapitel 2, die Verse 14 und 15. Hebräer Kapitel 2 und die Verse 14 und 15.
Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, so hat auch er es gleichermaßen angenommen. Also auch er wurde ein Kind aus Fleisch und Blut. Ein Mensch. Damit er durch seinen Tod, denn wie ich sagte, nur dadurch, dass er ein Mensch wurde, konnte er sterben. Damit er durch seinen Tod die Macht nähme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. Und die Erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Schauen Sie, Satan hatte Macht über uns. Er wird ein Menschenmörder von Anbeginn genannt, weil er in dem Augenblick, wo er jemanden zur Sünde versucht und dann diese Person die Sünde begeht, er natürlich schuldig geworden ist an dem Tod dieses Menschen. Denn der Sünde Sold ist der Tod. Und Satan wurde ein Menschenmörder dadurch, dass er Eva verführte und Adam hat dann Evas Beispiel gefolgt und sie beide mussten sterben als Konsequenz. Aber Christus kam, um uns zu erlösen von der Macht des Teufels, von der Macht, die er über uns hatte, dadurch, dass wir eben sterben mussten, es sei denn, eine Vergebung würde zustande kommen. Aber es bedeutet noch mehr. Es geht nicht nur um die Vergangenheit, sondern es geht auch um die Gegenwart und die Zukunft. Lesen wir dies in Jakobus Kapitel 4. In Jakobus Kapitel 4 und lesen wir Vers 7. Jakobus Kapitel 4 und Vers 7. So seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Schauen Sie, Jesus Christus durch seinen Tod hat uns von der Macht des Teufels erlöst. Nun, wie der Teufel auch nach wie vor Christus in seinem irdischen Leben versucht hat, selbst nach den 40 Tagen und Nächten in der Wüste, so wird natürlich auch Satan weiterhin es probieren, uns zu versuchen, uns dahin zu führen, zu sündigen. Aber Jakobus sagt uns hier, wenn wir uns Gott untertan machen, wenn wir so leben, wie wir das heute gesehen haben, wenn wir die Liebe Gottes in uns haben und dann auch zum Ausdruck bringen, dann muss man natürlich auf dieselbe Weise und wird man auch dem Teufel widerstehen und dann wird er von uns fliehen. Er wird keine Macht mehr über uns haben. Nun, was hat dies mit dem Opfertod Jesu Christi zu tun? Und schauen wir uns Offenbarung Kapitel 12 kurz an. Offenbarung Kapitel 12. Und lesen wir angefangen in Vers 9. Offenbarung Kapitel 12 und Vers 9. Es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen. Seine Engel, seine Dämonen wurden mit ihm dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Der hatte keine Barmherzigkeit, sondern der war der Verkläger. Der konnte nichts weiter tun, als laufend zu verklagen. Aber schauen wir uns an, was hier gesagt wird. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Wenn sie gesündigt hatten, dann haben sie das Blut Jesu Christi als Vergebung für ihre Sünden angenommen, haben um Vergebung gebeten durch das Wort ihres Zeugnisses und haben Vergebung erlangt und waren bereit, dann auch Konsequenzen dafür auf sich zu nehmen und sogar, wenn es darauf ankam, sogar ihr eigenes Leben nicht geliebt haben in dem Maße, wie es darum geht, anderen Liebe zu erweisen, auch natürlich die Liebe Gott gegenüber, dass man nicht mit irgendwelchen faulen Ausreden versucht hat, Gottes Gesetz nicht mehr länger befolgen zu müssen. Christus' Tod hat uns auch die Möglichkeit gegeben, dass die Macht des Teufels über uns gebrochen werden würde. Er erlöste uns nicht nur von etwas, Christus erlöst uns auch zu etwas. Zunächst einmal erwarb er sich uns.
durch seinen Tod. Er kaufte uns sozusagen. Wir sind nicht mehr länger unser eigenes Eigentum, wir waren es eigentlich nie, sondern wir gehören jetzt Jesus Christus an. Er ist unser Eigentümer. In Offenbarung Kapitel 5, Offenbarung Kapitel 5 und Vers 9 lesen wir, dass die Jünger Christi ein neues Lied sangen. Es heißt, du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet, du bist getötet worden und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft. Aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und da wir jetzt erkauft worden sind von Christus, da wir Gott gehören, da wir jetzt sein Eigentum sind, müssen wir dann natürlich auch so leben, wie er, unser Eigentümer, unser Käufer, der uns besitzt, es von uns fordert. In 1. Korinther Kapitel 6, 1. Korinther Kapitel 6, die Verse 18 bis 20. 1. Korinther Kapitel 6, die Verse 18 bis 20. Flieht die Hurerei. Alle Sünden, die der Mensch tut, bleiben außerhalb des Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leibe. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Wir gehören uns selbst nicht mehr, wenn Gottes Geist in uns wohnt, wenn wir den Opfertod Jesu Christi für unsere Sünden akzeptiert haben. Das heißt in Vers 24 oder Vers 20, denn ihr seid teuer erkauft mit dem teuren Blut Jesu Christi, wie wir gelesen haben. Darum preist Gott mit eurem Leibe. Aber wir tun dies auch dadurch, dass wir andere lieben. Denn es heißt, dass die Menschen sehen werden unsere guten Werke. Dann werden sie Gott preisen dafür und ihn loben dafür. Denn sie werden erkennen, dass wir das nicht aus eigener Motivation heraus tun, sondern weil Gott in uns wohnt. Schauen Sie, durch seinen Tod begann Jesus Christus unsere Erlösung, aber unsere endgültige Erlösung liegt noch in der Zukunft. Und es gibt viele Stellen, die dies beschreiben. Sie können dies nachher sich in Epheser Kapitel 1 anschauen, die Verse 13 und 14, und auch in Epheser Kapitel 4 und Vers 30. Es geht darum, dass wir erlöst werden von unserem nichtigen Leib, den wir immer noch haben, diesen Leib aus Fleisch und Blut, der uns immer noch Schwierigkeiten macht sozusagen, der uns immer noch dazu verführt, unsere menschliche Natur zu sündigen. Diese endgültige Erlösung wird noch kommen. Und wir lesen auch, dass uns Rechtfertigung erteilt wird durch den Opfertod Jesu Christi, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. In Römer Kapitel 5 schauen wir uns dies kurz an. Römer Kapitel 5, die Verse 8 und 9. Es geht ja nicht nur darum, dass wir von vergangener Sünde befreit worden sind. Es geht jetzt auch darum, dass wir gerecht leben, dass wir nicht weiter in der Sünde leben. Aber das können wir nur dadurch tun, dass Jesus Christus in uns lebt, uns gerecht macht, uns die Gerechtigkeit gibt, die vor Gott gilt. Aber wir müssen ihn natürlich dies erlauben zu tun. In Römer Kapitel 5, die Verse 8 und 9. Römer Kapitel 5 und die Verse 8 und 9. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Würden Sie für jemanden sterben, der ein Sünder ist, der gegen Sie gesündigt hat? Die Bibel sagt nun ja, für einen, der vielleicht gerecht lebt, der uns liebt, für den ist man vielleicht bereit zu sterben, aber für einen, der gegen uns sündigt? Für den zu sterben, um ihm die Möglichkeit zu geben, von der Sünde abzulassen? Wer würde dies tun? Christus hat es getan. Und wir lesen weiter in Vers 9. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Wir sind durch sein Blut gerecht geworden. Mit anderen Worten, die Sünde ist uns vergeben worden, die ist nicht mehr länger da. Aber wir lesen natürlich auch, dass diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, weiterhin in uns aufrechterhalten bleiben muss. Wir hatten bereits gelesen im Römerbrief, dass es heißt, dass die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt wird, die wir nicht mehr
nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Mit anderen Worten, Jesus Christus lebt sein Leben in uns. Er wohnt in uns durch seinen Heiligen Geist und wir müssen der Leitung des Geistes folgen, müssen Christus in uns leben lassen. Von uns aus sind wir nicht gerecht. Nur Gott kann uns gerecht machen. Wir müssen die Gerechtigkeit Gottes suchen. Das heißt, er trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dann wird uns all das andere, was wir an physischen Dingen brauchen, zufallen. Tun wir das? Trachten wir nach dem Reich Gottes? Trachten wir nach der Gerechtigkeit Gottes, nach der Liebe Gottes, die sich durch tätige Nächstenliebe hilfreich erweist, wie wir dies in der Bibel lesen. Lassen wir Christus in uns leben. Prüfen wir uns, ob Christus wirklich in uns lebt. 2. Korinther, Kapitel 13. 2. Korinther, Kapitel 13 und in Vers 5. 2. Korinther, Kapitel 13 und Vers 5. Da heißt es, erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Wenn nicht, dann wäret ihr ja untüchtig. Prüfen wir uns, inwieweit wir willens sind, Christus in uns leben zu lassen, uns führen zu lassen. Prüfen wir uns, um zu sehen, ob wir wirklich bereit sind, Sünden zu überwinden. Prüfen wir uns, um zu sehen, ob wir wirklich bereit sind, die Liebe Gottes in uns tätig werden zu lassen, von der wir heute gehört haben. Die Liebe, die willens ist, anderen Gutes zu tun, selbst wenn sie unsere Feinde sind. Selbst wenn sie nicht so leben, wie wir es gerne hätten. Zuerst müssen wir andere lieben, um von ihnen geliebt werden zu können. Das ist das Prinzip der Liebe Gottes. Das hat Jesus Christus getan. Das hat Gott der Vater getan. Er hätte nichts von dem tun müssen. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er willens war, für uns zu sterben, als wir noch seine Feinde waren. Als wir noch in den Werken der Finsternis behaftet waren. Als wir noch so lebten, wie es feindlich war Gott gegenüber in der Sünde. Seien wir dankbar für das, was Gott für uns getan hat, was Gott für uns tut. Zeigen wir unsere Dankbarkeit dadurch, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben und unsere Nächsten und insbesondere unsere Geschwister in der Kirche wie uns selbst. Da Gott uns unsere Sünden vergeben hat, sollen wir auch anderen ihre Sünden vergeben. Kolosser Kapitel 2. Kolosser Kapitel 2, die Verse 12 bis 14. Kolosser Kapitel 2 und die Verse 12 bis 14. Da heißt es, mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches. Und er hat uns vergeben alle Sünden. Und er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und mit ihm und hat ihn weggetan. Und er hat ihn an das Kreuz geheftet. Mit anderen Worten, der Schuldbrief, der deutlich gemacht hat, wo wir gesündigt hatten, den hat Gott durch seinen Sohn Jesu Christi, durch den Tod seines Sohnes weggetan. Und Christus hat ihn ans Kreuz geheftet. Er hat gesagt hier, dass er uns alle Sünden vergibt. Tun wir dies auch? Sind wir dies auch willens zu tun? Oder haben wir die Auffassung, dass wir sagen, ja, also einige Sünden, die können wir vergeben, aber andere nicht? Nee, das ist zu viel. Also ich meine, irgendwann hört es ja auf. Epheser Kapitel 4. Wenn Gott uns so betrachten würde, wo wären wir dann heute? Epheser Kapitel 4, die Verse 31 und 32. Epheser Kapitel 4, die Verse 31 und 32. Da heißt es, alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Reagieren wir mit Bitterheit, mit Grimm, mit Zorn, mit Geschrei, wenn jemand uns etwas Böses antut. Seid aber untereinander freundlich, Vers 32, und herzlich und vergebt einer dem anderen,
wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Nun, wie oft sollen wir dies tun? Petrus wollte das wissen. Er sagte, muss ich meinem Bruder 7-mal am Tag vergeben? Und Christus sagte, nicht 7-mal, sondern 7-mal 70-mal. Mit anderen Worten, ohne Ende, ohne Grenze. Sie können dies in Matthäus 18, die Verse 21 und 22 nachher lesen. 7-mal 70-mal am Tag. Ah, das ist zu viel. Aber wie oft vergibt uns Gott unsere Sünden? Vielleicht sogar Sünden, die uns gar nicht so recht bewusst werden. Natürlich muss man Sünde bereuen, wenn sie uns zum Bewusstsein kommen. Aber Gott ist dann durch den Tod seines Sohnes ist bereit, uns alle Sünden zu vergeben, wenn wir sie aufrichtig bereuen. Gilt das nur für bestimmte Sünden? Oder gilt dies für alle Sünden? Wollen wir nicht, dass Gott uns alle Sünden vergibt, wenn wir sie bereuen? Nun, Gott sagt uns, wenn ihr eurem Mitmenschen deren Sünden nicht vergebt, dann wird auch Gott euch eure Sünden nicht vergeben. Schauen wir uns einmal Matthäus Kapitel 18 an. Matthäus Kapitel 18 und lesen wir Vers 35. Matthäus Kapitel 18 und Vers 35. Es geht hier um ein Gleichnis. Jemand hat hohe Schulden gehabt und die wurden ihm dann vergeben von dem Gläubiger. Und dann ging er hin und hat eine vergleichsweise geringe Schuldenlast eingefordert von dem Schuldner. Und der war nicht in der Lage, diese Schulden zu zahlen. Und er war aber nicht willens, diese Schulden zu vergeben. Das war natürlich jetzt ein Gleichnis. Aber schauen Sie, wie Christus dieses Gleichnis endet. Vers 35 in Kapitel 18 von Matthäus. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun. Mit anderen Worten, er wird euch eure Verfehlungen nicht vergeben, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Nicht nur aus Routine, nicht nur weil man es muss, sondern man hat die Liebe Gottes in sich, die bereit ist, jemand anderem von Herzen, aufrichtig, dessen Sünden zu vergeben. Christus gebietet uns zu beten, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Und einige Übersetzungen haben sogar hier, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben haben unseren Schuldigen. In 2. Korinther Kapitel 2, 2. Korinther Kapitel 2, lesen wir die Verse 10 und 11. 2. Korinther Kapitel 2 und die Verse 10 und 11. Wenn ihr aber etwas vergebt, oder wem aber ihr etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn auch ich habe, wenn ich etwas zu vergeben hatte, es vergeben, um euretwillen, vor Christi Angesicht, Vers 11, damit wir nicht übervorteilt werden vom Satan. Denn uns ist wohl bewusst, was er im Sinn hat. Satan hat im Sinn, uns dahin zu bringen, dass wir uns von der Liebe Gottes abwenden, dass wir nicht mehr willens sind, anderen ihre Sünden zu vergeben, dass wir stattdessen Geschrei haben, Lästerung, Zorn, Grimm und so weiter, von denen Paulus sagt, wir müssen alles dies ablegen. Satan will ihre Vernichtung, Satan will ihren Tod. Und so sagt Paulus hier, wir müssen sehr aufpassen, dass wir nicht schnell anderen vergeben. Denn wenn wir Hass in unserem Herzen tragen oder nicht den Willen haben, anderen für ihre Verfehlungen zu verzeihen, dann kann Satan durchaus Raum gewinnen. Paulus sagt, gebt dem Satan keinen Raum. Gebt ihm keinen Raum in eurem Leben. Überwindet ihn dadurch, dass ihr euch Gott untertan macht. Widersteht ihm und er wird von euch fliehen, wenn er bei euch nichts mehr findet. Aber schauen Sie, alles dies ist möglich geworden durch den Tod Jesu Christi. Das nächste Mal, wenn wir uns darüber klar werden oder wenn wir jemanden sagen hören, Christus starb für unsere Sünden, überlegen wir uns, was das bedeutet. Überlegen wir uns, wozu Christus willens war, was er getan hat für uns. Und zeigen wir ihm und zeigen wir Gott dadurch unsere Dankbarkeit
dass wir dann so leben, wie Christus, wie Gott der Vater es von uns erwarten, dass wir die Liebe Gottes, die er zu uns hat, auch anderen gegenüber erweisen. Zum Abschluss 1. Petrus Kapitel 4. 1. Petrus Kapitel 4 und die Verse 7 bis 8. 1. Petrus Kapitel 4 und die Verse 7 und 8. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Und ich glaube, wir können dies, wenn wir uns die Weltereignisse heute anschauen, mit großer Bestimmtheit sagen. Es ist heute sehr nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Beten wir zu Gott um Hilfe, um die Kraft, um seine Liebe. Denken wir daran, wir haben zu allen Zeiten Zugang zu Gott im Himmel. Und Jesus Christus, unser Hohepriester, ist zu allen Zeiten unser lebendiger Erretter, der uns hilft, der uns Kraft gibt. Seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, in guten wie in bösen Zeiten. Denn die Liebe deckt auch der Sünden Menge. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.